Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar, wo wir uns zwei Strategien für Scalper anschauen werden. Vorab erstmal meine Frage an Sie, ob Sie mich alle gut verstehen und ein gutes Bild haben. Da würde ich Sie bitten, mir kurz zu antworten im Chat, dass ich da einen kurzen Überblick erhalte. Wunderbar. Die Rückmeldungen kommen also. Alle haben ein gutes Bild oder einen guten Ton, ja? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Und zwar schauen wir uns heute ein bisschen genauer zwei Scalping-Strategien an. Zum einen die Mad Rebound-Strategie, die wir schon des öfteren Male vorgestellt haben, und auch die T-Line-Scalping. Das sind zwei, wie gesagt, Strategien, die sich mit dem Scalping beschäftigen. Und das heißt, es werden also sehr kurze Zeiteinheiten gehandelt. Und ja, ist eher was für Leute, die so auf ein bisschen Action stehen, jetzt mal salopp formuliert. Also da passiert richtig was. Und die schauen wir uns heute mal in Ruhe an. Beginnen möchte ich mit der Mad Rebound-Strategie. Und zwar hier die Übersicht. Wir werden uns anschauen, was ist eigentlich die Mad Rebound Strategie. Dann schauen wir sie uns auch im Detail nochmal etwas genauer an. Ich werde auch immer wieder zwischen Plattform und den Folien hin und her switchen, sodass Sie auch einen Blick in die Plattform bekommen und dort auch sehen, wie das in der Plattform spielen einfach umgesetzt werden kann. Ja, und zwar fangen wir an mit, was ist die Mad Rebound Strategie? Und zwar hat die drei einzigartige Komponenten, die sie ihr eigen nennt. Und das ist zum einen halt der Mad Filter, das MAD Signal und der MAD Exit. Ja, MAD kennen sehr wahrscheinlich sehr viele. Fast alle von Ihnen steht für Moving Average with a Distance. Und wie gesagt, sie hat drei Komponenten, die darauf basieren, auf diesem Moving Average with a Distance. Und ja, der MAD Filter, dem MAD Signal und der MAD Exit. Ein Signal wird erzeugt, sobald der Marktpreis stark vom Durchschnittspreis, also Durchschnittspreis abweicht. Und diese Abweichungen, also diese Rebounds, diese schnellen Rebounds, die dann stattfinden, die werden dann in dieser besagten Strategie mit Hilfe kleiner Gewinnziele gehandelt. Auch hier wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte, und zwar der Mad Exit. Also wir haben hier keinen klassischen Stopp im eigentlichen Sinne, sondern den Mad Exit. Und dieser Mad Exit Indikator ersetzt eigentlich einen traditionellen Stopp. Und zwar soll er verhindern, dass man zu früh ausgestoppt wird. Und er kann darüber hinaus auch noch die Höhe von dem Verlust verringern. Und zwar, was das wirkliche Phänomen bei dieser Strategie auch ist, normalerweise ist man ja eher so Trendstrategien gewöhnt, die dann in Aufwärts- oder in Abwärtsmärkten sehr gut funktionieren. Und hier ist es in der Tat so, dass die Mad Rebound wohl am ehesten und am besten in Seitwärtsphasen zu funktionieren scheint. Das ist also ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal dieser Strategie. Ja, auch eine wichtige Frage natürlich für Sie, in welchen Instrumenten kann man die denn handeln? Und zwar, sie ist geeignet für die großen Börsenindizes, also den DAX beispielsweise, den Dow oder auch den französischen CAC 40. Natürlich auch für Forex-Paare, Euro, US-Dollar. Und natürlich auch Rohstoffe, Öl, WTI oder auch Brent. Und die Instrumente, wo es handelbar ist, ist sowohl der Futures-Bereich
wie auch der CFD-Bereich und auch der Forex-Bereich. Das System, in dem wir uns hier bewegen, ist also ein Scalping- und ein Daytrading-System, also kein Swing-Trading oder sonstiges, sondern wirklich sehr, sehr actiongeladenes, schnelles Handeln. Man erhält eine Vielzahl von Signalen am Tag und Sie können diese Strategie selbstverständlich bei uns im Nanotrader, zeige ich Ihnen gleich noch, spielend einfach laden und dann natürlich manuell, halb oder auch vollautomatisch handeln. Vorab meine Bitte an Sie noch, wenn Sie Fragen haben sollten zwischendurch, bitte stellen Sie die Frage. Es sollten natürlich Fragen sein, die jetzt erstmal auf die Strategien bezogen sind. Natürlich versuche ich Ihnen die auch alle weitestgehend zu beantworten. Wenn ich dem nicht jetzt sofort dann Folge leisten kann, werde ich Ihnen selbstverständlich die Antwort dann per E-Mail nachliefern. Da würde ich Sie dann bitten, mir einfach eine E-Mail kurz zu schreiben. Und ja, dazu später aber nochmal mehr. Ja, dann schauen wir uns mal die Strategie ein bisschen detailgenauer an, also wie sie genau en Detail auch aufgebaut ist. Und zwar wird sie in einer 5-Minuten-Zeiteinheit gehandelt. Und der erste von den drei vorhin erwähnten Bestandteilen der Strategie, also dem MAT-Filter, dem MAT-Signal und dem MAT-Exit, ist der MAT-Filter. Und wie der Name schon sagt, die Aufgabe des Filters ist es die Einfärbung des Chart-Hintergrunds. Und zwar wird der Chart-Hintergrund grün eingefärbt, dann sind nur Kaufsignale erlaubt und er wird rot eingefärbt, wenn nur Verkaufssignale erlaubt sind. Ja, hier kommt die erste Frage: Kann ich die MAT-Strategie auch im MT4 verwenden? Nein, können Sie nicht, denn die ist ausschließlich für den Nanotrader 4 programmiert. Also das heißt, Sie können sie vielleicht nachbauen im MT4, aber da Ihnen doch einige Funktionalitäten im MT4 fehlen, die nur der Nanotrader hat, ist hier klar zu sagen, die Strategien, die wir hier vorstellen, sind alle für den Nanotrader optimiert. Also beim MAT-Filter, Back-to-Topic, Funktion ganz klar, er färbt den Chart-Hintergrund entsprechend ein. Grün, wenn Kaufsignale erlaubt sind, und rot, wenn Verkaufssignale erlaubt sind. Hier haben Sie jetzt mal ein Beispiel von einem Bild, wo ich Ihnen das mal dann gezeigt habe. Sie sehen, im grünen Chart-Hintergrund sind nur Kaufsignale, die dort akzeptiert werden, und bei einem roten Chart-Hintergrund werden nur Verkaufssignale akzeptiert. Und wenn er weiß eingefärbt ist, dann ist es weder noch, also weder Kauf- noch Verkaufssignale, die dann akzeptiert werden. Switchen wir mal in die Plattform, dann zeige ich Ihnen das mal. So, hier haben wir jetzt die MAT-Rebound-Strategie. Und wie Sie sehen, ich werde jetzt mal ein bisschen stauchen. So, hier sehen Sie jetzt auch wunderbar die Einfärbung des Charts hier links im Bereich. Ich mache mal ein bisschen den Pointer größer, dann sehen Sie das auch besser, wo ich gerade mit der Maus bin. Also hier, wo jetzt der rote Punkt ist, dort ist der Chart-Hintergrund grün eingefärbt. Also werden hier nur im Moment Kaufsignale akzeptiert. Hier im Weißen, wie Sie sehen, keine Signale, und hier dieser rote Streifen, hier würden nur Verkaufssignale akzeptiert sein. Wie Sie sehen, ich habe die mal ein bisschen auf vollautomatischem Handel laufen lassen, heute, bevor das Webinar begonnen hat. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo weder noch herrscht, also weder Kauf- noch Verkaufssignale, aber Sie sehen, wir haben hier jetzt mal erwirtschaftet, heute einen kumulativen Profit-Loss, also ein Profit und Loss von allen Trades, die heute gemacht wurden, von plus 575. So, ja, also wie gesagt, hier sind wir jetzt gerade, um Ihnen das nochmal zu zeigen. Jetzt haben wir hier gerade auch eine Position wieder eröffnet, wie Sie sehen, hier markiert durch den roten. Und Sie sehen genau, was passiert. Roter Chart-Hintergrund, also er macht genau das, was er soll.
nur Verkaufssignale werden akzeptiert und hier sind wir dann auch schon im Spiel. Ja, um Ihnen das mal einfach nur bildhaft darzuzeigen, wie sich das verhält mit dem Filter. Der zweite Bestandteil ist das MAD-Signal. Und zwar bei dem MAD-Signal, wie der Name schon sagt, der Signalgeber, ob eine Position eröffnet wird oder nicht. Da handelt es sich um eine blaue Linie mit den korrespondierenden Bändern oberhalb und unterhalb. Und der dritte Bestandteil der Strategie ist der MAD-Exit. Und der MAD-Exit regelt teilweise die offenen Positionen. Und er besteht aus einer roten Linie und den dazugehörenden grauen Bändern. Hier können Sie jetzt mal die MAD-Signallinie sehen. Das ist also dieser blau eingefärbte Bereich mit der dicken blauen Linie in der Mitte und den beiden oben und unterhalb korrespondierenden dünnen Bändern. Also hier diese dicke blaue Linie in der Mitte und oberhalb und unterhalb, wie Sie sehen, haben wir dünnere blaue Linien. Das ist das Band. Das ist die Signallinie und den Exit sehen wir auch in dem Bild hier wunderbar. Und zwar, das ist diese rote Linie, die hier oberhalb verläuft, jetzt auf dieser Darstellung hier, mit den korrespondierenden Linien in Grau, oberhalb und auch unterhalb. Also das sind die drei Komponenten, die die Strategie ausmachen. Zum einen der MAD-Filter. Zuständig für die Chart-Einfärbung, rot-grün, grün nur Kaufsignale, rot nur Verkaufssignale und dem zweiten, dem Signalgeber, das blaue Band und der MAD-Exit, das graue Band. Hier kommt gerade eine kurze Zwischenfrage, bevor es weitergeht, und zwar, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, es wird aufgezeichnet und auch dann später auf unseren YouTube-Kanal online gestellt. Ich zeige es Ihnen auch nochmal in der Plattform, dass Sie es auch nochmal in aller Ruhe sich auch anschauen können, das Ganze. Und zwar, Sekunde, so. Also hier sehen Sie es jetzt auch gerade. Nochmals, ich mache es mal ein bisschen größer, damit Sie es auch wirklich schön und deutlich sehen können. Also Sie sehen hier das blaue breite Band mit den dünnen Linien oberhalb und unterhalb. Das ist der Signalgeber und der Exit ist das rote Band, was hier läuft mit den korrespondierenden grauen Linien oberhalb und auch unterhalb. Ja, hier haben wir gerade eine Position offen im Moment. Wie Sie sehen, einen aktiven Trade, der gerade am Laufen ist. Ja, jetzt die Frage natürlich, wann wird eine Position eingenommen? Und zwar eine Long-Position wird gekauft, wenn der Marktpreis eine bestimmte Anzahl von Ticks unterhalb des Durchschnittspreises schließt und der Chart-Hintergrund grün ist. Gleichermaßen passiert es auch bei einer Short-Position, nur umgekehrt. Und zwar eine Short-Position wird verkauft, wenn der Marktpreis eine bestimmte Anzahl an Ticks oberhalb des Durchschnittspreises schließt und der Chart-Hintergrund rot ist. Sie müssen, das zeige ich Ihnen gleich noch, am Ende eine Folie immer noch mal im Auge haben, auch um das dann entsprechend auch einzustellen. Dort auf dieser Folie oder auf unserer Homepage sehen Sie dann immer genau die Tickwerte, die Sie für das jeweilige Instrument dann einzustellen haben. Also hier sehen Sie es beispielsweise. Hier sehen Sie zwei Kaufsignale, die ich Ihnen jetzt hier mal präsentiert habe. Und zwar sehen Sie es wunderbar hier, da wo der gelbe Pfeil ist. Diese rote Kerze, die schließt unterhalb des Bandes, also wird hier ein Kaufsignal generiert. Wir eröffnen dann die Long-Position mit der nächsten Kerze hier. Das ist hier dieses grüne Dreieck unten. Und Sie sehen, diese schließt er mit einem Gewinn. Hier oben ist das Gewinnziel.
Und das geht auch nur, weil halt der Filter den Chart-Hintergrund grün eingefärbt hat und der Markt in dem Falle 15 Ticks unterhalb des Durchschnittspreises geschlossen hat. Und wir kaufen dann wie hier, also hier ist der Signalgeber, der gelbe Pfeil ist der Signalgeber. Und mit dem Eröffnen der nächsten Kerze wird dann die Position eröffnet. Hier das gleiche, nur jetzt in umgekehrter Reihenfolge natürlich für zwei Verkaufssignale. Und zwar sehen Sie hier bei den Verkaufssignalen, hier sehen wir den DAX Future, hier ist der Chart-Hintergrund rot eingefärbt. Und hier sehen Sie dann auch, schließt oberhalb des blauen Bandes. Mit der nächsten Kerze wird dann die Position eröffnet. Also der Eröffnungspreis der nächsten Kerze ist unsere Positionseröffnung. Also das ist schon mal wichtig zu wissen, wann hier die Position eröffnet wird. Und natürlich genauso wichtig auch zu wissen, wann wird die Position geschlossen. Und zwar verwendet die MAD Rebound ein Gewinnziel und einen Stop. Das Gewinnziel ist relativ klein, wie üblich bei Scalping-Strategien, da man sich hier nur kleine Stücke vom Kuchen abschneiden will. Wir haben dann den MACD-Exit-Filter, der der eigentliche Stopp ist. Des Weiteren kann man noch einen weiteren Stopp hinzusetzen, der ist jedoch vom Marktpreis sehr weit entfernt und dient eigentlich nur als Sicherheitsnetz, denn dieser Stopp wird nicht oft getriggert. Ein kleines Gewinnziel wird per Definition eigentlich sehr häufig erreicht. Und das Risiko bei solch einer Strategie, die mit so kleinen Gewinnzielen arbeitet, mit vielen Trades arbeitet, ist die, dass hin und wieder das Gewinnziel nicht erreicht wird und somit ein Verlust sehr viele Gewinne oder einen Großteil der Gewinne auffrisst, die sie sich mühsam aufgebaut haben. Stop-Loss schließt die Position, wenn das maximal akzeptable Verlustlevel erreicht wird. Aber um das da zu verhindern, haben wir diesen MAD-Exit noch mit drinnen. Und dieser schließt die Position, wenn sich der Markt wieder temporär ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Das heißt also, Sie haben ein bisschen Luft bei der ganzen Geschichte. Sie müssen verstehen, wenn Sie einen normalen fixen Stopp drinnen hätten, der wird gerissen, bumm, sind Sie draußen, also haben Sie dann diesen Verlust zu schlucken. Und bei einer anderen Möglichkeit, wie diesem Mad Exit, ist der Punkt der, dass Sie dann einfach die Möglichkeit sehen, einfach ein bisschen Luft dem ganzen Trade zu geben, dass er einfach ein bisschen atmen kann und sogar wieder, das kommt es nämlich auch des Öfteren vor, sogar wieder in den Gewinn hineindrehen kann. Also, man ist nicht sofort draußen bei einem, wenn er in die falsche Richtung laufen sollte. Hier kommt gerade eine Frage, und zwar, wenn Sie sagen, dass die Position mit der nächsten Kerze eröffnet wird, wann soll das genau sein? Anfang der nächsten Kerze? Ja, richtig. Ich zeige es Ihnen mal in der Plattform. Wir schließen jetzt mal diesen Trade hier. So. Und jetzt kann ich es Ihnen gerne mal zeigen. Sekunde. So, hier ist die Folie. Ja, also, und zwar das Signal hier beispielsweise in diesem Fall. Wird das Signal durch diese Kerze gegeben, die jetzt hier mit diesem gelben Pfeil markiert ist. Und mit Eröffnen der nächsten Kerze wird die Position eröffnet. Also der Eröffnungspreis dieser Kerze hier ist Ihre Positionseröffnung.
Ja, hier kommt jetzt noch eine Frage zu Gebühren und Spread, dass die größer sind als der Gewinn. Nochmals, das hier sind nur Vorschläge von uns, die wir Ihnen geben. Trading-Ideen, Trading-Ansätze. Natürlich können Sie das auch mit mehreren Kontrakten traden, beispielsweise, dann relativiert sich das Ganze. Dazu, wie Sie die Strategie gleich dann laden können im NanoTrader, zeige ich Ihnen gleich, aber zuerst möchte ich noch weitermachen im Text. Und zwar, wie gesagt, wir waren jetzt bei dem Exit gewesen, also Positionseröffnung, denke ich mir, ist jetzt klar. Dann die Frage nochmal, wie man rauskommt. Zum einen haben wir einmal den Mad Exit. Das ist, wie Sie es ja gesehen haben, diese rote Linie hier mit den grauen Bändern. Ich zeige es Ihnen nochmal ein bisschen größer. Also hier sehen Sie so eine rote Linie, wo oberhalb und unterhalb graue Bänder laufen. Das ist der Mad Exit. Und wenn der Markt also eine bestimmte Anzahl von Ticks oberhalb oder unterhalb der roten Linien schließt, wird die Position geschlossen durch den Mad Exit. Also hier sehen Sie es dann auch nochmal zwei Kaufsignale. In dem Beispiel hier für den DAX Future, da wo der gelbe Pfeil ist, diese Kerze ist das Signal. Positionseröffnung findet mit der nächsten Kerze statt. Und hier in dem Fall, hier wird es in beiden Fällen das Gewinnziel erreicht. Hier in dem Beispiel sehen Sie sich jetzt mal hier den zweiten Trade an, also die zweite Kerze, die um 15 Uhr, ja 50, 55 dürfte das sein, eröffnet hat. Das ist eigentlich der häufigste Fall. Und zwar, dass noch in derselben Kerze der Trade eröffnet und geschlossen wird. Das ist der Fall, der am häufigsten eintritt, wo es auch also am wahrscheinlichsten ist, dass es innerhalb der nächsten 2 bis 4 Kerzen, 5 Kerzen zum Erreichen des Gewinnziels kommt. Eins ist klar festzuhalten bei der Strategie: Je länger die Strategie läuft, desto, naja, unwahrscheinlicher wird es, dass man noch in einen grünen Bereich kommt. Hier sehen Sie jetzt mal den Mad Exit in Aktion auf dem nächsten Bild. Und zwar sehen Sie hier ein Kaufsignal, auch hier wieder wird generiert. Chart-Hintergrund ist grün eingefärbt. Sie sehen hier die Kerze mit dem gelben Pfeil, ist der Signalgeber. Positionseröffnung findet mit der nächsten Kerze statt. Und hier sehen Sie es, was ich gerade gemeint habe. Hier ist jetzt der Trade sehr, sehr lange am Laufen gewesen. Wir hatten die Positionseröffnung um 19:40 Uhr und die ist gelaufen bis 20:45 Uhr, also 1 Stunde 5 Minuten für eine Scalping-Strategie sehr, sehr lang. Und Sie sehen hier, der hat sich jetzt nicht so entwickelt, der Trade, wie wir es vorgehabt haben. Also der ist in die andere Richtung gelaufen. Wenn Sie jetzt hier einen traditionellen Stopp gehabt hätten, wären Sie irgendwo um 20:15 Uhr vielleicht ausgestoppt gewesen, hätten dann einen großen Verlust schlucken müssen. Aber der Trailing-Stop, also der Trailing-Stop, aber der Mad Exit hier gibt dem Ganzen ein wenig Luft. Und Sie sehen, dadurch kann der Trade ein bisschen atmen. Und Sie haben dadurch sogar die Möglichkeit gehabt, in diesem Falle hier die Höhe von Ihrem Verlust wieder zu reduzieren. In dem Beispiel hier sehen Sie dann auch nochmal ein Long-Signal nach einem Kaufsignal. Und hier haben wir jetzt beispielsweise 1 Stunde gebraucht, um das Gewinnziel zu erreichen. Eher ungewöhnlich. Wie ich vorhin schon sagte, normalerweise wird das Gewinnziel meist schon in der gleichen Kerze erreicht, wie wir auch die Positionseröffnung sehen. Also Positionseröffnung und Positionsschließung erfolgt sehr, sehr oft bei dieser Strategie in ein und derselben Kerze. Und das ist auch ein schönes Beispiel hier, wie Sie sehen, wenn Sie jetzt hier auch einen traditionellen Stopp verwendet hätten, in diesem Falle hier, wäre es möglich gewesen, sogar, dass Sie damit einen Verlust ausgestoppt gewesen wären, aber hier durch den Mad Exit
haben Sie die Möglichkeit, selbst bei einem Trade, der ein bisschen anfänglich nicht so glücklich scheint, noch die Kurve zu kriegen und in die Gewinnzone zu drehen. Es kommt die Frage, warum wird kein Trading-Stop benutzt? Wir haben natürlich verschiedenste Stopparten probiert und der Trading-Stop hat sich einfach nicht als effektiv erwiesen. In dieser Situation und in dieser Konstellation funktioniert dieser Mad Exit einfach am besten und am effektivsten. Natürlich müssen Sie diese Strategie auch immer an das Instrument anpassen, das Sie handeln möchten. Und zwar die Standardeinstellung, wenn Sie die Strategie erstmalig laden, ist natürlich eingestellt für den DAX Future. Um andere Märkte zu handeln, ändern Sie einfach entsprechend die Parameter, die Sie der Tabelle, die in der nächsten Folie kommt, einfach nachschauen können. Der schnellste und einfachste Weg und auch bequemste Weg ist, diese Werte direkt im Chart anzuklicken und dann auch dementsprechend per Mausrad oder Tasteneingabe zu ändern. Wir wechseln gleich in die Plattform, dann zeige ich Ihnen das auch gleich nochmal. Hier sehen Sie jetzt ein Profit Target, Fix Stop, MAD Signal und den MAD Filter unten mit den Standardwerten. Und immer auf unserer Homepage nachschauen, wie die aktuellen Werte sind, denn Märkte ändern sich erfahrungsgemäß immer im Laufe der Zeit. Und deswegen, bevor Sie das nutzen möchten, checken Sie immer bitte nochmal auf unserer Homepage nach, ob die Werte noch aktuell sind. Was Sie dort bei den Komponenten noch immer ändern müssen, ist die Distanz. Und das möchte ich Ihnen gleich auch nochmal dann zeigen. Also hier ist die Tabelle. Beispielsweise, wie Sie sehen, der DAX hat ein Profit-Target von 10, der Fix-Stop von 200, das Signal liegt bei 15, der Exit bei 10 und der Filter bei 20. Beim CFD-DAX sieht das dann ein wenig anders aus. 50, 1000, 75, 50, 100. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie einfach Sie das mal in eine, ja, Strategie, naja, Strategie ist das falsche Wort, einfach auf das jeweilige Instrument anwenden können. Jetzt wechseln wir mal in die Plattform hinein und machen mal den Euro-Stocks auf und dann zeige ich Ihnen, wie Sie auf den Euro-Stocks die einfach laden können mit den entsprechenden Werten. Merken Sie sich bitte, beim Euro-Stocks ist das Target 5, der Fix-Stop 100, das Signal bei 7, der Exit bei 10 und der Filter bei 20. Und jetzt wechsle ich in die Plattform. Hier in der Plattform öffnen wir jetzt mal den Euro-Stocks. So, hier ist er. Dort öffnen wir den Juni-Kontrakt. So, hier sehen Sie jetzt den Euro-Stocks. Aktuell, wie er momentan an der Börse auch quotiert wird. Jetzt, um die Frage von vorhin auch nochmal zu beantworten, jetzt zeige ich Ihnen zum einen, wie einfach Sie das laden können. Und zwar dazu müssen Sie hier auf den Reiter Öffnen klicken, auf diese schwarze kleine Pfeilchen und hier gibt es den Punkt Initialanalysen. Und unter den Punkten Initialanalysen gibt es den Reiter WHS Strategies. Und hier sehen Sie jetzt alle 58 vorgefertigten Strategien, die Sie im NanoTrader Full selbstverständlich kostenlos nutzen können, backtesten können, etc. finden Sie vor. Und jetzt suchen Sie sich einfach die Strategie aus, die Sie gerne laden möchten auf das jeweilige Instrument. Wir handeln jetzt den WHS MAD Rebound, also klicken wir ihn an und Sie sehen, was er tut. Er lädt Ihnen jetzt hier unten den MAD Filter rein und hier oben lädt er Ihnen jetzt das Profit Target, den Fix Stop, das Signal und den Exit mit rein. Und wie ich Ihnen schon sagte, mit den Parametern für den DAX. Aber wir sind ja hier im Euro-Stocks, also müssen Sie das jetzt anpassen. Und zwar das tun Sie jetzt spielend einfach, indem Sie jetzt einfach bei Profit Target jeweils auf die 10 klicken
und dort anstelle der 10 eine 5 eingeben. Zweimal natürlich sowohl für die Long wie auch von der Short-Position. Der Fixed Stop liegt beim Eurostoxx bei 100. Wir machen es mal hier ein bisschen größer. Auch hier wechseln wir dann den Wert auf 100. Jetzt müssen wir noch den Wert von dem Signal, dem Exit und dem Filter ändern. Und zwar das Signal liegt bei 7. Sie sehen auch sofort, wie sich das sofort anpasst. Sie haben ja gerade gesehen jetzt, wie sich sofort die Bandbreite ändert. Auch der Exit natürlich muss angepasst werden auf den Wert 50. Und der Filter, Entschuldigung, auf den Wert 10 natürlich, nicht 50. So. Und natürlich muss auch noch der Filter angepasst werden auf den Wert 20. So, da haben wir es jetzt auch schon. Und jetzt wäre die Strategie bereit zum Handeln auf dem Eurostoxx. Das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssten, wäre dem Ganzen noch ein Depot zuordnen. Das habe ich jetzt hier getan. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, das automatisch, vollautomatisch zu handeln. Und dazu müssen Sie einfach nur hier oben beim Trade Guard, wo jetzt deaktiviert steht, dort draufklicken und dem sich neu geöffneten Fenster dann den Punkt Auto Order aussuchen. Und jetzt wird diese vollautomatisch gehandelt. Sie sehen, spielend einfach zu laden im Nanotrader. Hier nochmals ein Beispiel von der Strategie mit einer Range von lediglich 40 Punkten, wie ich vorhin schon sagte. Die Strategie hier funktioniert in der Tat am besten in Seitwärtsmärkten. Von jetzt hier haben wir eine Range von gerade mal 40 Punkten gehabt in dem Bild hier. Von 9 Uhr morgens bis 10.55 Uhr, also gerade mal 0,3%. Und Sie sehen, hier hat die Strategie 4 Positionen eröffnet in diesem Zeitraum und alle Positionen wurden hier mit einem Gewinn geschlossen. Was es auch zu bedenken gilt, ist hier die Tatsache, dass die Strategie bei starken Bewegungen nicht effizient ist. Das sagte ich ja vorhin schon, sie funktioniert in der Tat am besten während Seitwärtsphasen. Und deswegen empfiehlt es sich, im Blockfilter hinzuzufügen, um Zeitpunkte, wenn es erfahrungsgemäß eine starke Marktbewegung gibt, diese einfach zu ignorieren. Im Falle von Indizes beispielsweise wäre hier die ersten 1,5 bis 2 Stunden nach der Eröffnung ein Blockfilter für den DAX könnte dann ausschauen 7.59 Uhr bis 10.29 Uhr. In dem Zeitraum bitte die Strategie nicht anwenden, sprich Signale beenden. Ich komme jetzt zum Fazit, dann werde ich gleich noch Fragen dazu beantworten. Jetzt sind noch ein paar Fragen aufgetaucht im Chat und dann stelle ich Ihnen eine Frage meinerseits, eine Kurzumfrage, bevor es dann weitergeht mit der zweiten Strategie. Ja, was kann man zum Mad Rebound sagen? Wie Sie es gesehen haben, sie handelt kleine Rebounds und handelt sehr kleine Gewinnziele, was sehr typisch ist. Wiederum dann, wenn man eine Strategie mit kleinen Gewinnzielen handelt, ist, dass der Anteil an Gewinntrades immer relativ hoch ist. Hat für viele Trader auch einen mentalen Vorteil. Wer ist nicht gerne auf der Gewinnerseite oder nicht lieber auf der Gewinnerseite als auf der Verliererseite? Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich auch Verluste geben. Und um diese halt zu vermeiden, dass halt ein großer Verlust sämtliche mühsam kleinen erwirtschafteten Gewinne wieder auffrisst, verlässt sich diese Strategie halt auf diesen wirklich einzigartigen Mad Exit, der dem Ganzen Luft zum Atmen gibt und nicht einfach eine Position dann stur nach Schema F Stopp erreicht, sie sind raus, schließt, sondern wirklich mitdenkt und mitatmet
bei der ganzen Handelsweise. Interessanterweise ist auch hier anzumerken, dass es, wie ich schon gesagt habe, die Strategie in der Tat am besten in einer Seitwärtsphase funktioniert, also in Nicht-Trendphasen, und auch hier ein Alleinstellungsmerkmal: Trading-Strategien, die in Seitwärtsphasen funktionieren, sind wirklich in der Tat eher selten. Deswegen lohnt sich diese Strategie hier auf jeden Fall, da mal intensiveren Blick drauf zu werfen. Jetzt komme ich gleich zu den Fragen nochmal, die noch hier aufgetaucht sind. Ja, so viele sind es jetzt doch nicht. Lassen Sie mich mal gerade schauen. Es kommt hier die Frage auf, warum es so verschiedene Parameter gibt bei den unterschiedlichen Instrumenten, FDAX, MINIDAX, DAX, CFD. Ist klar warum, weil jeder Markt anders funktioniert und jeder Markt auch einen anderen Punktwert hat. Bei einem Punktwert von 25 Euro, wie beim DAX beispielsweise, müssen Sie natürlich Gewinnziel und Stopp anders formulieren und anders setzen auch, wie bei einem Mini-DAX, wo der Punktwert nur 5 Euro ist, oder bei einem DAX-CFD, wo es beispielsweise nur den Punktwert von 1 hat. Ja, die Liste finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage, kann ich Ihnen gerne zeigen. Dazu wechseln wir mal auf unsere Homepage. Sekunde. So, jetzt wechseln wir mal auf unsere Homepage, kann ich Ihnen gerne zeigen. So, hier ist sie. So, und hier auf unserer Homepage, wie Sie sehen, gibt es hier den Punkt 58 Trading-Strategien. Den finden Sie unter Trading Tools. Hier finden Sie selbstverständlich sämtliche Strategien nochmal in Ruhe aufgelistet und gefunden. Also hier 58 Trading-Strategien, da klicken Sie drauf. Jetzt sehen Sie hier die verschiedenen Strategien. Und auf der rechten Seite sehen Sie jetzt hier den MAD Rebound. Und wenn Sie jetzt hier draufklicken auf MAD Rebound, bekommen Sie die Strategie nochmal en Detail erklärt. Und unten hier sehen Sie dann die Tabelle mit den jeweiligen Werten. Also hier können Sie es genau nachschauen. So. Das Video, wie gesagt, es wird aufgezeichnet, dauert ein, zwei Tage, bis es dann online sein wird. Das wird später dann auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg, deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle die Fragerunde zur MAD Rebound auch abbrechen. Ich werde jetzt mal einen Schluck trinken, Ihnen noch eine Frage stellen und dann geht es dann weiter mit der zweiten Strategie, mit der T-Line Scalping. Jetzt kommt erstmal die erste Frage an Sie, da würde ich Sie bitten, daran teilzunehmen und noch alle zu antworten. Wir haben momentan ab nächster Woche eine sehr, sehr schöne Aktion laufen für Neukunden. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie jetzt gerne darauf antworten. Ja, bitte ruhig klicken. Ja, hier kommt eine Frage für die Neukundschaft rein. Ja, wenn Sie dann Interesse haben, gerne mich anschreiben. Ich blende Ihnen am Ende nochmals meine
E-Mail-Adresse ein. Dann können Sie mich gerne anschreiben und dann werde ich Ihnen gerne ein Angebot zukommen lassen. Ja, vielen Dank für die Umfrage erstmal. Dann beende ich jetzt die erste. Es kommt noch eine zweite kleine Frage am Ende des Ganzen. Ja, bevor wir jetzt, oder was heißt bevor wir jetzt, sondern wir werden jetzt sofort in die zweite Strategie wechseln. Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen sputen, weil in der Tat uns ein bisschen die Zeit davongelaufen ist. Ja, zweite Strategie, um die es heute geht, ist T-Line Scalping. Auch hier werden wir uns erstmal kurz damit beschäftigen, was ist T-Line Scalping und dann uns die Strategie auch nochmal im Detail anschauen. Ja, und zwar die T-Line Scalping Strategie verwendet einen einzelnen Chart. Und die Zeiteinheit des Charts ist in Ticks. Scalping, das ist jetzt wirklich sehr wichtig hier für diese Strategie hier. Sie ist halt sehr schnell und wichtig und auch typisch für Scalping-Strategien ist es. Sie müssen einfach sein, genau sein, aber auch schnell sein. Denn Sie haben beim Scalping typischerweise nicht viel Zeit, um groß nachzudenken. Deswegen ist hier Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit immanent wichtig. Es besteht somit auch keine Notwendigkeit, jetzt hier großartig zu interpretieren. Es kommt wirklich hier mehr auf die Reaktion an, denn der Einsatz von mehreren Gewinnzielen erhöht auch die Rendite pro Trade bei dieser Strategie, aber natürlich auch das Risiko. Auch hier ist die Scalping-Strategie, werden mehrere Signale gehandelt, auch anzuwenden im Indizesbereich, hauptsächlich DAX, Eurostoxx, SMI beispielsweise, Forex, Euro, US-Dollar und so weiter. Und hier aber hauptsächlich für den Future-Handel. Es wird, wie gesagt, hauptsächlich ein einziger, das heißt hauptsächlich, es wird nur ein einziger Chart verwendet. Und der Chart ist als Heikin-Ashi-Chart eingestellt. Und die Zeiteinheit des Charts ist standardmäßig 5 Ticks. Sie können aber auch 8, 13 oder 21 Ticks wählen. Das ist halt Ihnen überlassen. Sie hat einen eingebauten Trendfilter und einen über 8 Perioden berechneten EMA, Exponential Moving Average, und einen über 20 Perioden berechneten klassischen Moving Average. Und auch hier ganz einfach, der Chart-Hintergrund ist grün, wenn der Trend positiv ist, und rot, wenn der Trend negativ ist. Hier wiederum ein Alleinstellungsmerkmal, auch hier die T-Line Scalping Strategie verwendet mehrere Gewinnziele, um zu versuchen, die Rentabilität der einzelnen Trades zu verbessern. Ja, und Sie sehen, die ist wirklich deutlich nicht so komplex wie die vorherige. Auch hier dann, wann kommt es zu einer Positionseröffnung? Bei einem positiven Trend, also wie gesagt, Chart-Hintergrund grün, werden 2 Kontrakte gekauft. Sobald die erste Heikin-Ashi-Kerze oberhalb des EMA abschließt. Trader, die jetzt hier bereit sind, ein höheres Risiko zu gehen, können natürlich auch 4 Futures kaufen beim negativen Trend, also roter Chart-Hintergrund, werden 2 Future-Kontrakte leer verkauft, sobald die erste Heikin-Ashi-Kerze unterhalb des EMAs schließt. Jetzt ist es dann Ihnen überlassen, wie Sie hier vorgehen möchten. Es gibt Leute, die sowohl als auch handeln, die sowohl Verkaufs- wie auch Kaufsignale handeln. Andere Scalper hingegen bevorzugen eine Richtung, also entweder Verkauf- oder Kaufsignale, abhängig vom aktuellen Tagestrend. Also auch da hat man doch mal die Möglichkeit, ein bisschen abzustufen, zu sagen, okay, der Tagestrend ist jetzt eher bullish heute, also handle ich nur Kaufsignale, oder eher bearish, ich mache nur Verkaufssignale, oder es ist mir egal, ich möchte jedes Signal handeln, was kommt. Hier sehen Sie es jetzt beispielsweise.
Hier sehen Sie jetzt das, was passiert ist. Und zwar hier wird jetzt eine Kaufsignal generiert. Der Trader eröffnet hier eine Long-Position in Höhe von zwei Kontrakten. Und zwar hier sehen Sie es auch. Hier, das ist die erste Kerze hier, diese grüne, wo das grüne Dreieck unten ist, die oberhalb des EMA schließt. Und somit wird hier die Position eröffnet. Hier ist Gegenbeispiel halt. Da sehen Sie halt, die schließt unterhalb. Somit wird hier eine Short-Position eröffnet. In dem Fall hier sogar von vier Kontrakten, die hier gleichzeitig gehandelt werden. Ja, Sie haben es ja gerade gesehen in dem vorherigen Bild. Dort hatten wir jetzt einen Stopp und vier differenzierte Gewinnziele. Ja, wann wird die Position geschlossen? Und zwar auch hier wiederum ein Merkmal. Hier arbeiten wir wiederum mit einem fixen Stopp, nicht wie vorhin mit so einem Variablen, sondern hier mit einem fixen Stopp, aber mit mehreren Gewinnzielen. Und zwar beide Gewinnziele und der Stopp basieren auf der ATR. Ist die Volatilität hoch, wird somit auch der Stopp als auch das Gewinnziel weiter vom Einstiegspreis entfernt im Vergleich zur Marktphase mit niedriger Vola. Also je höher die Vola ist, desto weiter das Gewinnziel, desto weiter aber auch der Stopp natürlich entfernt. Niedrige Vola, entsprechend nah liegt der Stopp, aber auch die Gewinnziele. Die Anzahl der Gewinnziele wiederum ist abhängig von der Positionsgröße. Ganz simpel gesprochen, eine Position von zwei Futures bedeutet daher zwei Gewinnziele. Das gleiche dann natürlich bei vier Futures haben Sie vier Gewinnziele. Die Gewinnziele werden dann wiederum aber auch verschieden gewichtet. Und zwar dem zweifachen und dem dreifachen Wert bei zwei Kontrakten. Also das erste Gewinnziel ist dann die zweifache RTR. Das zweite Gewinnziel ist die dreifache RTR. Wenn Sie zwei Futures-Positionen eröffnen, wenn Sie jedoch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit vier Kontrakten beispielsweise handeln möchten, dann haben die Gewinnziele jeweils einen Abstand von dem zweifachen, dreifachen, fünffachen, respektive achtfachen. Der Stopp wiederum, der ist wie gesagt immer auf dem dreifachen der ATR platziert. Also nochmals hier wichtig zu wissen, wir haben hier einen Stopp quasi, der nicht Luft gibt zum Atmen, sondern der steht dann dort, wird immer wieder neu berechnet, basierend auf der ATR, der dreifache ATR-Abstand. Der ist für alle Kontrakte, egal ob sie jetzt zwei oder vier handeln, immer gleich, wohingegen sich die Gewinnziele, die sie handeln, dort ein bisschen anpassen, selbstverständlich. Und zwar anpassen im Sinne von, dass Sie hingehen und hier dann die Möglichkeit haben, dann einen zweifachen, dreifachen, fünf- oder achtfachen Wert der ATR für vier Positionen als Beispiel zu platzieren. Hier in dem nächsten Bild sehen Sie es jetzt mal für drei Kontrakte. Also, nee, Entschuldigung, auch hier hatten wir vier Kontrakte. Und zwar das erste Gewinnziel wurde aber jetzt hier schon gerissen, wie Sie sehen, mit einem erreichten Gewinnziel. Und somit sind verblieben bei Ihnen jetzt noch drei weitere mit den jeweilig entsprechenden ATRs. Und Sie sehen auch hier oben dann bei dem Stopp in Klammern eine 3 hinten dran. Das heißt, die Plattform ist intelligent, sie denkt mit. Also das ist ja diese schöne Funktion, den wir haben, dieser Trade Guard, also das Gehirn der Plattform, es denkt mit bei der ganzen Geschichte. Und zwar, sie weiß dann automatisch, von den Vieren ist einer weg, also muss ich nur noch drei Positionen beschützen mit dem Stopp. Und das wird auch nochmal visuell dargestellt in der Zahl in Klammern hinten dran. Also Sie sehen, jetzt steht hier nur noch die 3. Hier sehen Sie das Gleiche nochmal. Auch hier, zweite Gewinnziel wurde erreicht, die ATR. Wie gesagt, bitte dynamisch immer angepasst.
passt sie natürlich auch hier an. Hier wurde dann auch das zweite Gewinnziel erreicht. Auch hier wunderbar zu sehen, die Plattform denkt mit. Nur noch zwei Positionen, die es zu beschützen gilt. Somit ändert sich auch dementsprechend die Ziffer hinten in Klammern. Ja, wichtig ist auch für Sie noch zu wissen, Sie können ja auch jederzeit eingreifen, und zwar offene Orders können Sie mit einem Klick auf die Spitze des Order-Labels per Drag-and-Drop auf das gewünschte Preislevel auch anpassen. Also wenn Sie sagen, nee, jetzt ist mir das ein bisschen zu viel, das können Sie natürlich auch dementsprechend anpassen dann, indem Sie einfach dann die offene Order anpacken und entsprechend dann auf das Level ziehen, wo Sie es gerne hin hätten. Ja, was bleibt zu sagen als Fazit? Auch hier hatten wir eine Scalping-Strategie vor uns. Sie ist eine sehr akkurate, akkurat in dieser Bedeutung von, dass Sie ja nicht viel Zeit zum Nachdenken haben bei dieser Strategie. Sie ist sehr, sehr schnell. Kleine Gewinne erfordern erfahrungsgemäß mehr Trades und die Reduktion von Verlusttrades auf ein Minimum bei dieser T-Line Scalping. Bevor ich jetzt zu dieser letzten Folie komme, nochmal eine kurze Umfrage von meiner Seite her, die ich jetzt gerne starten möchte. Ja, ich beantworte jetzt in der Zeit, wo die Umfrage läuft, gerne noch ein paar Fragen. Jetzt gab es nicht mehr so viele. Also selbstverständlich können Sie das hier auch per Auto-Order handeln. Das heißt also hier, vollautomatischer Handel ist bei dieser Strategie selbstverständlich möglich. Genauso wie auch halbautomatischer Handel. Alles spielend leicht zu tun in unserer Software, dem Nanotrader. Ja, ich lasse einen kurzen Augenblick die Umfrage laufen, damit Sie auch alle die Möglichkeit haben, mir zu antworten. Ja, auch hier dann nochmals lieben Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Ja, wie gesagt, hier ist dann noch meine Adresse nochmal per E-Mail. Können Sie sich gerne an mich wenden. sstanisawac@whselfinvest.com. Dann lasse ich Ihnen gerne dieses Spitzenangebot zukommen für Neukunden. Wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten oder auch eine Beratung haben möchten, eine kostenlose Demo haben möchten oder auch ein Coaching in unserer vielfach preisgekrönten Plattform, dem Nanotrader, scheuen Sie sich bitte nicht, schreiben Sie mich an, ich helfe Ihnen gerne weiter. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, das heutige Webinar mit den beiden, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Scalping-Strategien. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Tschüss.